Funny, dass die feindliche Flotte einfach so weit fahren kann. Nerv. Okay, der holt sich jetzt einfach die Dings von mir, oder was? Oder belagert er sie erst? Das war klar. Siedlung wird belagert, genau, ja. Nahrungsmittel in Knappheit schon wieder. Jetzt geht das. Ah, der Typ nervt. Okay, hier, die da. Ja, aber die kann er nicht erobern. Alles gut. Die kann er nicht erobern. Okay. Nahrungsmittelknappheit ist für einen Arsch. Du gehst jetzt mal hier hoch. Ah, ich muss wissen, wo seine Armeen sind. Okay, sie sind da hingegangen. Das ist gut. Da dürfen sie hin. Okay, Spartas Furz. Nächste Challenge: Menschenfreund und Tierfreund zusammen. Das bedeutet dann, spielen wir Anno 1800 oder so? Ohne Krieg? Oder wir können. Ja, irgend so ein Aufbau-Ding. Wir könnten Sims spielen. Das wäre Menschenfreund und Tierfreund. Okay, du gehst mal zurück. Ja, push mal hier die richtig krass auf. Und du, ja, hungerst nach einer Schlacht, ja. Der kleine Hunger. Okay, hier machst du das hier. Meine Athene ist ja hier auch in der Reichweite, also ist alles in Ordnung. Okay. Fraktion steigt auf, dann Dahai. Irgendwie so. Baubericht, uns bringt eine Bevölkerung, die sind immer so unsere. Sollen sich mal nicht so haben. Und wir machen weiter. Oh, der Römer trollt einfach nur. Ring ausgezogen und schon fällt er runter. Okay, er holt jetzt einfach aus, mit drei Armeen aus. Okay, aber wir gewinnen. Der greift mit 4300 an und wir haben ein bisschen über die Hälfte oder gut über die Hälfte und das sieht sehr gut aus für uns. Machen wir mal eine fette Schlacht. Und ich habe mich wie immer perfekt hingestellt. Naja, wie immer. Also manchmal, selten. Das ist sogar die Verteidigungsding. Alter, wie geil. Okay. Aber ich kann nicht. Ja, naja, hier lohnt es sich eigentlich kaum, das zu benutzen. Tobi. Was? Ja, hier. Ich kann es ja nur hierhin tun. Das lohnt hier nicht. Gut, also hier stellen wir zwei Niere hin. Die zwei. Wir hungern nach Blut und Blut.
Und die drei? Das reicht für die. Und die da holen sich oder sichern die Frucht. Ja, ich feiere dich an. Oh, das bin ich gar nicht gewohnt, deswegen habe ich so dumm gefragt, sorry. Okay, also. Das klang gerade wie Top Secret. Okay. Dann Gefecht starten. Das habe ich nicht gesagt, dass ihr so. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Beruhigt euch! Schnell! Schwerinfanterie zu euren Dienst! Bogenschützen! Verstandene! Schnelles Marschieren! Okay. Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Stopp bitte! Bitte auf die. Nee, auf die Jugendlichen? Die sind schlimmer. Gut, von seiner Seite aus. Gut. Und hier ist alles gesichert und geladen. Okay. Ja, dann machen wir schneller. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und jetzt diese da. Ich gehe mal kurz hier hin zur Seite. Also die Landzunge hier ist richtig perfekt. Da kann ich ja richtig perfekt in die Seite dreschen. Kampfgeist. Was macht das? Unzerstörbar. Alter. Ist ein bisschen heftig. Unzerstörbar. Helfen die auch schon? Nee, noch nicht. Mir mal ein schwerer Schuss. Dann hauen die richtig, richtig rein. Sehr schön. Ja, ne? Also. Läuft gerade, also ja, was soll man jetzt noch sagen? Richtig, nichts. Wir können vorspulen. Das ist halt so gemein hier, ne? Die stolpern hier runter und gehen in die Sperrphalanx. So gemein. Ich bin so fies. Oh, nicht. Was macht ihr? Ich mach mal hier. Okay, das ist krass. Also ich dachte, das ist nur bei einer Person. Das fände ich schon heftig, aber das ist bei so vielen.
Okay. Die verlieren trotzdem Einheiten, okay. Also es ist nicht wirklich unzerstörbar, die verlieren halt keine Moral. Okay, alles klar. Gut. Also alles wieder gut. Ich hätte mir sonst wirklich überlegt, wieso ich das noch nie gemacht habe. Das ist supi. Der feindliche General ist tot. Ich bin mal gespannt, ob ich viel Friendly Fire habe. Ein paar von den Bogenschützen sind nicht ganz treffsicher. Manche schießen auch hier rein. Haben die Bogen? Haben die einen Pfeil in der Seite? Nee, sieht man nicht. Oh, hier ist eine kleine Stufe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir können mal hier rüber gehen, einfach so, just for fun. Die gehen jetzt auch mal hier hin. Und geh mal kurz in den Rücken, dann geht's schneller. Der feindliche General, unser General wird angegriffen. Ich wollte gerade sagen, so wehe, mein General stirbt jetzt. Oh, ich hole mir mal kurz Schokolade. Ups. Upsi. Verdammt. Schnell weg da. Okay. Da sind ja noch welche. Oh, verdammt. Und eine Kavallerie. Ah! Schnell. Oh, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt, ja. Mhm. Ach du, uiuiui. Ja, mhm. Ach, das ist jetzt, okay. Mhm. Interessant, gut. Hauptlichenverlauf bitte aktivieren. Also was, der Buh. Lololololol. Das ist aber sehr unpraktisch. Ja, und der wird auch von der Seite jetzt angegriffen.
Alter, dass der noch so eine fette Armee hat, wusste ich gar nicht. Kann ich irgendwo verstehen. Kann ich gegen die Altgeschworenen, ne? Ja, ignoriert die einfach. Ah, jetzt brechen die da durch. Einfach stehen bleiben sollen, verdammt. Hier, die Hilfe kommt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bogenschütze! Ich erwarte eure Befehle. Du Befehle! So, schnell, einfach rein. Einfach rein da. Komm, nicht wanken, ihr überlebt das. Schon, der General ist da, ihr werdet überleben. Verdammt. Das ist ein schändlicher Anblick. An die Waffe! Ja, Kommandant! Okay, der geht mal weg. Der geht auch mal weg. Weg da. Geht zu euren Freunden. Okay. Jetzt geh weiter, geh hier hin. Okay, dann wird es am Schluss dann noch mal ein bisschen stressiger. Ich hätte auch einfach hier unten schauen können, aber nö. Okay, Kavallerie ist weg. Okay, aber jetzt ein Ausfall machen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, hab ich. Es sei denn, du siehst es nicht. Ich nicht? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist ja fies. Also, Rake weiß, dass ich es gemacht habe. Bei mir wird es halt immer noch. Ja, egal. Knapper Sieg, ja, nur wegen den blöden Schluss. Ah, Mann. Okay, er hat 816 und... Also, ich habe 816 verloren. Und er hat... Ach, warte mal. Nee, das... 3500... Verdammt. Das ist bitter. Ah... Hmm.
Das war sehr schlecht. Schade. Gut angefangen, aber schlechter aufgehört. Athe, was machst du denn? Hallo? Athen geht einfach vorbei. Mit Athen habe ich, glaube ich, ein militärisches Bündnis. Also könnte ich denen befehlen, die anzugreifen. Ich bin nicht sauer, nur unheimlich enttäuscht. Das ist in Ordnung. Gut, der greift mit 4.100 an. Aber trotzdem gewinne ich. Warte, ich habe 3 Pekiniere. 2 Hopliten, Jugendliche und Ding. Die Eiszapfen des Blutes. Die Herolde des großen Riesen. Oh, es ist nicht nur ein Riese, es ist ein großer Riese. Klein Athen will doch nur erobern. Ich mache automatisch. Ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Also, er hat einen Nachtangriff gestartet. Wenn er einen Tagangriff gemacht hätte, einen normalen Angriff. Ihr habt es ja gesehen, die zweite Armee, die Fullstack-Armee, war genau hinter ihm. Aber ja, in der Nacht wird man nicht unterstützt. Okay, aber jetzt weiß ich das. Okay, dann kommt sie einfach jetzt. Ah, schön. Okay. Dann kommst du mal jetzt hier runter. Du gehst jetzt hier rauf. Du kümmerst dich ja wahrscheinlich nicht. Hey, komm. Die sind so schlecht. Das Problem ist, dass hier Gesundheit richtig madig ist bei denen. Genau, hier mit wegen Nahrung, ja. Noch 3 Runden und dann haben wir es. Warte mal. Nee, hier. Diplomatie Athen, bitte. Bitte mit Athen verbinden. Kriegskoordinaten. Also ja, ich kann das nicht. Wobei doch, warte mal. Wie heißen die? Das sind die. Warte mal. Genau. Ein Botschafter eines solch großen Volkes. Dafür bekommst du. Ich bin voller Erwartung. Ich muss annehmen, auch wenn ich nicht will. Gut, du bekommst auch Geld. Freund, Wein, Oliven oder verträgliche Gespräche? Oh, jetzt habe ich dir ja schon 4.000 insgesamt gegeben. Jetzt mach was draus. 12.000 haben wir. Ich mache einfach so lange weiter, bis er checkt, dass ich eigentlich meine Stadt angeklickt habe. Danke. Oder ja, offensichtlich habe ich nicht meine Stadt angeklickt, aber ich hätte schwören können, dass dem so war. Da kann ich Nahrung machen. Nochmal Nahrung. Ach, kein Geld mehr. Gib mir mein Geld zurück.
Ah, das mit den Arenern stört mich gerade. Auch wenn ich ja nur zwei Einheiten... Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. Schön für dein Herz. Ja, es waren nur zwei Einheiten, die gestorben sind, aber die waren halt schon Rang 7. Also Gold 1 waren die. Das war... da kommt kommen nochmal zwei Fullstack-Armeen. Kapitulation. Land für ihn. Wie viel habe ich denn da? 70, also nicht viel. Ja.